Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zur Sendung Die Noax mit den Hits der 80er und 90er. Viel Spaß! Ja, hallo zusammen! Wieder zurück bei den Noax, die Sendung um die 80er und 90er. Heute zu Gast haben wir hier Jens Hart. Jens Hart, sag doch mal hallo! Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend zu euch im Sendestudio, liebe Britta und lieber Andreas. Und ich freue mich, dass es jetzt doch noch geklappt hat, da ich ja den Studiotermin selber absagen musste aufgrund, dass es mich leider erwischt hat. Ich habe zwar kein Corona, aber eine ziemlich starke Erkältung gehabt. Ich habe jetzt noch einige Tage flach gelegen und musste auch leider schon am Samstag in Frankfurt den Pressesportlerball absagen, wo ich geladen war. Und ja, einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer da draußen. Ja, genau. Und wir machen jetzt auch gleich, bevor der Jens uns einiges über seine Beziehungen oder beziehungsweise was er so in den 80ern erlebt hat, bevor er uns das erzählt, geht's erstmal weiter mit einem Titel von Laura Branigan, Self-Control. Viel Spaß! Ja, hallo, da geht's auch schon wieder weiter mit unserer Sendung Die Noax, die Sendung um die 80er und 90er, moderiert von Britta und Andreas Noax. Heute zu Gast der vielberühmte Deutschrocker Jens Hart. Hallo Jens. Hallo Andrea. Ja, wir wollten ja heute so ein bisschen über die 80er plaudern. Sag mal eine kurze Frage. Welche Highlights hast du denn in den 80ern so erlebt? Also du meinst jetzt, wenn wir jetzt bei 1980 anfangen und bei 1999 aufhören, wie lange haben wir Sendezeit? Okay, gut, Monolog wollte ich jetzt nicht unbedingt anfangen. Entschuldigung. Dann bleiben wir erstmal bei den Anfang der 80ern. Wie haben die denn bei dir begonnen? Also jetzt kommt darum, also allein das Jahr 1980 hat bei mir in meinem Leben doch eine ganz große Bedeutung und sehr viele Spuren hinterlassen. Denn ich habe 1980 einen ganz bekannten Mann kennengelernt. Damals war ich 11. Und ich wusste gar nicht, dass dieser Mann in unsere Nachbarschaft gezogen ist. Und ich saß mal wie immer in der Schule und der Unterricht war nicht gerade wie immer so prickelnd, wie wir ja alle so damals fanden in der Zeit der Schule. Und ich saß in der Schule und habe unter der Bank die Bildzeitung gelesen. Und okay, da war eine riesen Überschrift und da stand: Unser Nachbar Peter Maffay, er ist immer so bescheiden. Mit diesem Namen, Peter Maffay, konnte ich nichts anfangen, aber dieses Haus habe ich sehr gut gekannt. Und bevor ich wirklich überlegen konnte, hat mich mein damaliger Klassenlehrer, der liebe Günter Schlamm, den ich auch hier auf diesem Wege mal recht herzlich grüßen möchte, mich natürlich dabei erwischt. Ja, das ist ja mal interessant. Und wie hat sich das dann für dich angefühlt, neben einem Peter Maffay zu wohnen? Ja, wie gesagt, im ersten Moment wusste ich ja gar nicht, wer er ist, wer er war. Und bin dann nach Hause und habe dann meiner Mutter gezeigt. Und die sagte mir, ja, das wissen wir schon, der ist vor einiger Zeit hier hergezogen in unsere Nachbarschaft. Jetzt ist es halt eben öffentlich, steht es halt eben auch in der Presse. Und ich wusste überhaupt nicht, wer dieser Mann ist. Und habe dann, wie gesagt, das Google von 1980 mir zur Seite genommen. Das war ja damals Bravo, Pop, Rocky und so Musikzeitungen und habe dann erstmal mich schlau gemacht, wer ist dieser Mann überhaupt? Und dann habe ich gedacht, wow, so einer jetzt bei unserer Nachbarschaft, da muss es doch eine Möglichkeit geben, den irgendwie anzutreffen. Ja, hast du das dann geschafft und hattest dich ja irgendwie musikalisch dann auch irgendwie inspiriert oder so? Ja, also wie gesagt, der Tag kam dann auch, als er dann das erste Mal vor mir stand und man legt dich ja so ein bisschen was zurecht, ne? Und ich dachte, okay, du guckst einfach mal und wenn du ihn dann mal triffst, dann sprichst du ihn einfach mal an. Und dann kam dieser Tag. Er fuhr also in einem, werde ich nie vergessen, als ob das gestern gewesen wäre, in einem roten Mercedes Jeep Geländewagen vor und stieg aus dem Auto aus diesem Jeep. Und da war ich schon das erste Mal geschockt. Da steht jetzt ein Mann vor mir, der ist 31 und ist nicht viel größer als ich, wie mit 11 Jahren. Und er hatte eine schwarze Lederhose an mit Franseln an der Seite. Und das Einzige, was mir dann als kleiner, vorlauter Bub über die Lippen ging, war einfach nur, ich guckte ihn an und sagte, ey, der wilde Westen, fängt gleich in Hamburg an.
Ja, das war natürlich nicht das, was ich sagen wollte, aber es war nun mal draußen. Ja. Da guckte er mich an und sagte zu mir, Herr Kleiner, also ich breche werden. Und verschwand in seinem Haus. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, also schlimmer wie jetzt kann es nicht mehr werden. Hab meinen ganzen Mut zusammengepackt und hab dann bei ihm geklingelt. Ja, und das hat natürlich dann so einiges in meinem Leben verändert, weil ich durfte dann zu ihm ins Haus rein, ich habe mein erstes Autogramm bekommen, man ist sich immer mehr über den Weg gelaufen und ja, man kann sagen, man hat sich angefreundet. Und das war natürlich für mich ein einschneidiges Erlebnis gewesen in den 80er Jahren, also beziehungsweise 1980. Und das nächste große Erlebnis, was ich dann mit ihm hatte, war 1984. Da war ich dann das erste Mal auf einem Konzert von ihm, wo er mich zugeladen hat. Das war für mich damals schon ein absolutes Highlight. Das ist ja auch schon mal, also ich meine, da warst du ja auch noch nicht so alt. Ne? Nein, absolut nicht. Ich war ja, wie gesagt, immer noch in der Schule, 84, ne? Mein lieben Klassenlehrer Günter Schlamm. Und wie gesagt, das erste Mal in der Frankfurter Festhalle, das war ja für mich alles komplettes Neuland. Bühne, Technik, die Riesenhalle. Und ich freute mich wahnsinnig auf dieses Konzert. Ja, und wie es der Teufel wollte, hat mich dann Peter zur allerletzten Zugabe, das war damals der Song, Johnny Be Good, einfach geschnappt und hat mich mit auf die Bühne genommen. Und so stand ich dann zwischen Peter Maffay und Johnny Tame und habe mir den beiden zusammen, so gut wie es damals für mich möglich war, Johnny Be Good gesungen. Ja, und da habe ich dann halt eben Blut geleckt. Ne? Und habe ich gedacht, okay, das will ich auch. Das ist ein tolles Erlebnis. Das macht Spaß. Das will ich jetzt auch öfters. Und das hat dann eigentlich schon so den Weg in Richtung Musik geebnet. Ach, das ist ja mal, ist ja Wahnsinn. Also war das praktisch so dein Startschuss in das Musikerleben, wenn man es so will? Nein, nicht direkt. Mein Vater war ja damals selber Schlagzeuger und ich bin also quasi mit Schlaginstrumenten groß geworden. Hm. Und für mich war dann erstmal an erster Stelle stand für mich erstmal das Schlagzeugspielen. Das wollte ich unbedingt lernen. Und durch Peter lernte ich dann auch irgendwann den Schlagzeuger von Peter kennen und von Udo Lindenberg, den Bertram Engel. Und da habe ich dann natürlich viel abgeguckt und auch viel gelernt. Und auch dadurch, dass ich dann auch Bertram irgendwann dann mal persönlich kennengelernt habe, viel mich mit ihm darüber unterhalten, habe von ihm viel zeigen lassen. Und ja, das war eigentlich so der Start meiner Musikkarriere, war eigentlich das Schlagzeugspiel. Ja, Wahnsinn. Du hast zum Gesang kam ich dann erst viel, viel später. Genau. Aber du hast uns ja auch einen Song ja auch da gelassen. Darüber will ich dann später nochmal mit dir reden. Da sagst du uns, da wirst du uns dann auch gleich dazu sagen, was dieser Song für eine Bedeutung für dich hat. Das machen wir aber direkt nach Sonne in der Nacht von Peter Maffay, wenn wir schon dabei sind. Oh, wow. Und das ist schön. Im Anschluss kommt dann halt auch noch von Lena 99 Luftballons. Wir sind ja immer noch bei den 80ern. Viel Spaß dabei. Ja, hallo und wieder willkommen zurück zu den Nuags mit Britta und Andreas Nuag. Die Sendung um die 80er und 90er. Wir hatten vorhin so ein paar Anekdoten von dem Jens Hart gehört. Da hat er erzählt, wie er den Peter Maffay, dass er neben dem Peter Maffay gelebt hat. Aber er hat auch uns ein bisschen was über seinen Lehrer erzählt. Und bevor wir jetzt auf seinen Song, den er bei uns hat, eine Frage hat sich mir eigentlich, ich gebe es ja zu, ich war ein Mensch, der nicht in der letzten Reihe war, sondern dahinter. Habe also genug Scheiße oder Scheißdreck in der Schule gebaut. Ja? Wie ist es denn mit dir? Hast du da auch schon das eine oder andere verzapft? Im Leben. Ich war ein absoluter Vorzeigeschüler. Aufmerksam. Zuhörend. Nein, natürlich nicht. Ich war gleich lachen vom Stuhl hier. also eine Geschichte gibt es da wirklich. Und das ist auch war ein Riesenhighlight. Wir hatten bei uns im Klassenraum, im Klassenzimmer, hatten wir hier oben so eine weiße Styropordecke gehabt. Das waren so Vierecks immer wieder, ne? Und die konntest du, wenn du dich auf den Stuhl geklettert hast oder auf den Tisch gestellt hast, konntest du diese Styropor-Vierecke auf Seite schieben. Und wir haben das dann einmal auf Seite geschoben und haben dort einen Radiorekorder reingestellt und haben die natürlich angemacht auf volle Lautstärke und haben dann das Styropor-Viereck wieder zugemacht.
Ja, und dann kam natürlich irgendwann unser Klassenlehrer rein. Die Pause war ja dann zu Ende. Ja, und er wunderte sich, wo die Musik herkommt. Und er konnte das überhaupt nicht erklären. Ja, und dann ist er runter zum Hausmeister gerannt. Ja, er sagt, er muss das mal klären, ob da irgendwie was an dem Lautsprecher kaputt ist oder was, weil in jedem Klassenzimmer hing ja ein Lautsprecher. Er ist dann wieder abgedackelt zum Hausmeister, wollte das klären. Und währenddem haben wir den Rekorder wieder rausgeholt. Und als er dann mit dem Hausmeister kam, war Totenstille. Ja, hoffentlich hört es dein Lehrer nicht. Und vor allen Dingen, die Stunde war ja dann auch um, ne? Mehr oder weniger, weil da konnte man ja anschließend nicht mehr viel machen. Ja, so Ideen hatten wir sowieso und so ähnliche Ideen hatten wir auch. Das ist also die finde ich immer ganz geil, ja, das ist immer toll. Aber das ist ja. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen etwas in die ernstere Richtung. Du hast ja einen Song mitgebracht und der Song heißt Teufelsdrogen. Ja. Und jetzt ist halt, welche Bedeutung hat das Lied für dich, beziehungsweise um was geht's denn da überhaupt? Also Teufelsdrogen ist eigentlich, oder überhaupt Drogen ist eigentlich ein Thema, was mich auch schon seit der Schulzeit bewegt hat, immer wieder. Nicht, dass ich Drogen genommen habe, nein, um Gottes Willen. Ich habe also, kann ich jetzt auch sagen, ich habe mein ganzes Leben einmal einen Joint geraucht und da war ich mit der Geschichte durchgelesen. Aber ich war damals unwahrscheinlich gefesselt von dem Film Christiane F., die Kinder vom Bahnhof Zoo. Den habe ich mir dann im Kino angesehen und war total hingerissen von diesem Kinofilm, weil man zu dem Zeitpunkt ja gar nicht wusste, was die Drogen mit einem wirklich machen. Und da war für mich eigentlich in dem Moment klar, dass ich von dem Zeug die Finger lassen werde. Und dann, Entschuldigung, ich glaube, das war ein Jahr, bevor ich Teufelsdrogen geschrieben und produziert hatte, saß ich mit einem Bekannten samstags morgens zusammen beim Frühstück. Und wir kannten uns schon 5, 6 Jahre. Und ich dachte eigentlich, ich wüsste von ihm alles. Und er hat dann eigentlich bei diesem Frühstück mir seine Lebensgeschichte erzählt. Und da kam dann bei raus, dass er also eine 20-jährige Drogenkarriere hinter sich hatte. Und hat auch mehrere Entziehungskuren gemacht. Und ist dann immer wieder rückfällig geworden. Und dann kam eigentlich diese, ich glaube, das war seine 5. oder 6. Entziehung, die er gemacht hat, kam dann der Punkt, wo er wirklich von den Drogen wegkam. Aber hat dann anschließend noch eine 5-jährige Karriere als Alkoholiker hingelegt. Super. Von einer illegalen zu der legalen Droge, naja. Ja, ja, genau, richtig. Und von dieser Geschichte war ich absolut fasziniert. Denn heute, er geht einen normalen Beruf nach, er hat eine Wohnung, er hat wieder eine Freundin, er hat wieder Kontakt zu seinen eigenen Kindern und zu seinen Enkelkindern. Mhm. Ja, ich meine, man muss auch dazu sagen, er hat ja auch viele Jahre im Gefängnis verbracht, wegen Beschaffungskriminalität und. Und aus seiner Geschichte habe ich eigentlich den Song Teufelsdrogen dann geschrieben, weil ich mich dann wieder an diesen Film Christiane F., Kinder vom Bahnhof Zoo erinnerte. Und so entstand Teufelsdrogen. Das ist ja mal. Also ich finde es, also erstmal richtig Respekt vor dem Mann, dass er den Ausstieg geschafft hat, muss man ja ganz klar sagen. Das ist keine einfache Situation, also vor jeder Droge sich da rauszuziehen. Richtig. Das ist ganz, ganz heftig. Da muss man wirklich sehr stark an sich arbeiten. Ich sehe es ja auch, sind wir mal ehrlich, egal ob das jetzt im Musikbereich ist oder im Sportbereich ist, da kriegst du eher, Drogen als ein 100-Euro-Schein, sage ich mal. Ja. Aber mich hat dieses Zeug nie interessiert. Absolut, in keiner Art und Weise. Wie gesagt, ich habe mit 17 oder 18 mal einen Joint geraucht. Und da war ich dann wirklich satt von gewesen und habe dann auch nie wieder was angerührt. Ja. Also das Lied Teufelsdrogen ist ja auch schon etwas länger draußen. Ne? Kann man den eigentlich noch hören? Ich glaube, 2 Jahre ist der jetzt draußen. Ja klar, den kannst du überall auf allen Downloads-Portalen kannst du dir den runterladen oder halt eben streamen, ne? Bei Spotify etc. etc. Also den kannst du dir überall, kann man den also hören. Ja, Wahnsinn. Also da würde ich sagen, dann hören wir doch einfach mal da rein in den Song Teufelsdrogen. Im Anschluss nehmen wir David Bowie Heroes, weil das war ja ein Held, der das gemacht hat. Und dann nehmen wir noch von Bedtime Story von Tony Carey. Und dann würde ich sagen, dann hören wir uns später nochmal. Alles klar, bis gleich. Ja, hallo zurück zu den Noaks. Die Sendung um die 80er und 90er von und mit Britta und Andreas Noack. Ja, ich begrüße die Zuhörer auch wieder bei unserer Sendung.
Für diejenigen, die jetzt erst zuschalten, wir haben den Jens Hart hier an Bord und der Jens Hart hat bei unserem letzten Moderationsblog hat er darüber erzählt, ja, was er denn so alles schon geschafft hat, beziehungsweise was sein Lied Teufelsdrogen für ihn bedeutet. Da kam natürlich auch zur Sprache, dass er auch über die Christiane F., das ist natürlich ein sehr interessanter Film, das war ja in den 80ern ja eigentlich schon der Drogenaufklärungsfilm schlechthin. Und was der Christiane F. passiert ist, wünsche ich niemanden auf der Welt. Aber so ist das Leben und das passiert und es passiert auch heute noch. Aber jetzt mal anders gefragt, du hast ja auch diverse Rollen gespielt. Staatsanwalt, glaube ich. Fall für zwei, Tatort, wenn ich mich da noch erinnern habe. Vielleicht noch ein paar mehr, wenn ich ein paar vergessen habe. Aber ich glaube, alle müssen wir da auch nicht aufzählen. Wie bist du denn zum Film dazugekommen? Ja, das war natürlich auch ein Erlebnis, was ich in den 80ern hatte. Und zwar, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das 1987 gewesen. Nein, 86 auf 87. Irgendwie so in dem Dreh rum. Wie gesagt, ich war ja damals komplett angefixt, was Peter Maffay anging. Und Peter drehte zu der damaligen Zeit seinen Kinofilm Der Joker, der ja überwiegend in Hamburg gedreht wurde. Und ich durfte einmal an einem Tag in Hamburg dabei sein, wo gedreht wurde, mit Peter und wie sie alle damals hießen. Und war total auch da, wieder geflasht von der ganzen Aufmachung her, von der Technik, von dem Licht, wie oft eine Szene gedreht werden muss und. Und bekam dann irgendwie im Jahre 2000, nachdem ich angefangen hatte, meine ersten eigenen Songs zu veröffentlichen, eine Anfrage für so ein Format. Ich glaube, es war damals ein Fall für zwei gewesen. Und habe das dann natürlich liebend gerne angenommen. Und so kam ich dann auch in den Genuss, Schauspielerei zu machen. Aber ich muss dazu sagen, es ist schön, es war toll. Es waren wunderschöne Erlebnisse und Erfahrungen. Ich habe viele, viele tolle Menschen kennengelernt. Aber es war nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich bei der Musik bleiben. Und ich glaube, das Letzte, was ich gedreht hatte, dann war 2015 mit Bastian Pastewka. Das waren Fünfteiler. Morgen höre ich auf. Das war, glaube ich, 2014, 2015 war das Letzte, was ich gedreht hatte. Und da habe ich dann eigentlich der Schauspielerei den Rücken gekehrt und mich nur noch wirklich auf meine Musik konzentriert. Ach, naja gut, ja, nachdem du ja morgen aufgehört hast, ist halt mal meine Frage, wenn dich jetzt noch mal eine Rolle locken würde, wo würdest du denn gern mitspielen? Also wenn man mich fragt, wo würde ich gerne mal mitspielen? Ja, da gibt es natürlich einen Kinofilm. Da hätte ich mich gefreut, wenn ich da hätte mitspielen dürfen. Das war ein Kinofilm mit Tom Cruise. Und der Film heißt Rock of Ages. Der kam, glaube ich, 2012 oder 2013 kam der raus. Und der Kinofilm oder der Film, der zeigt wirklich das positive und negative Leben eines Sängers. Wirklich mit allem, was dazugehört. Mit Lug, Betrug, mit Fans, mit positiven Sachen, mit Plattenvertrag, mit allem drum und dran. Also von dem Film war ich absolut begeistert. Rock of Ages. Das wäre ein Film gewesen, der hätte ich, glaube ich, sofort ja gesagt. Ah, naja gut. Dann, ja. Ich meine, wie das halt so ist, die Stunde ist ja schon wieder fast rum. Ja, dann würde ich sagen, wir spielen halt jetzt nochmal, bevor es zu den 90ern kommt, spielen wir nochmal Bedtime Story aus dem Film Joker. Genau, aus dem Film Der Joker, genau. Und dann haben wir noch einen ganz speziellen Titel, den hat sogar Tom Cruise selber gesungen. Lass mich raten. Genau. Don't Stop Believe. Aus dem Film Rock of Ages. Genau, aus diesem Film. Ich muss sagen, ihr habt wirklich gut recherchiert. Und das freut mich jetzt wirklich. Ich gebe mal Vollgas. Okay, gut. Dann für die Hörer, dann die zwei Titel und danach werden wir dann nochmal aufklären, wie es dann in der nächsten Stunde weitergeht. Okay, bis dann. Ja, willkommen zurück bei den Noaks und bei die Sendung um die 80er und 90er. Und für diejenigen, die jetzt vor kurzem noch dran waren, auch noch die Hintergrundinformation, was man so bespricht, wenn man vergisst, das Mikro auszumachen.
Gut, es gibt ja auch schon Leute, die haben vergessen, das Mikro auszumachen, sind auf die Toilette gegangen. Also das ist ja uns Gott sei Dank nicht passiert. Also von der Seite alles noch entspannt, im entspannten Rahmen. Ja, eine Frage hatte ich eigentlich noch, die habe ich komplett vergessen zu stellen. Echt? Jens, ja. Wie ist das mit Fanpost bei dir? Berührt dich das noch? Mit Fanpost? Spürst du das noch oder geht es dir noch nah oder also, ist das man soll es wirklich kaum glauben, aber es klingelt wirklich der Briefträger und hat wirklich bündelweise Post dabei. Die Leute wählen also auch wirklich noch den Postweg, obwohl ja vieles über mittlerweile E-Mails funktioniert, den Social Media, Facebook, Instagram und so. Aber ja, klar, ich finde Fanpost sehr schön und es gibt auch immer wieder Fanpost, die mich auch wirklich berührt. Ne? Um nur mal jetzt ein, zwei Sachen zu nennen. Ich bekam von einer Fandame zum Beispiel über Facebook geschrieben, dass sie von meiner Musik geerdet wird. Durch den Ärger und Stress, den sie hat auf der Arbeit und auch privat. Und wenn sie dann eine ruhige Minute hat, hört sie sich meine Songs an und hat mir dann auch wirklich geschrieben, dass sie sich dann wirklich, wie sie dann merkt, wie sie dann durch meine Musik ruhiger wird. Ja, und das finde ich natürlich schön. Oder da gibt es einen gewissen Wolfgang und seine Gabi, die schon seit vielen, vielen Jahren verheiratet sind. Und die verbinden ihre Liebe mit gerade mit einem besonderen Song von mir, der heißt Tag, und sehen sich in diesem Song, in all ihren Ehejahren, in guten wie in schlechten Zeiten wieder. Und wenn du dann sowas geschrieben bekommst, das berührt einen schon, ne? Und macht mich dann halt eben dann auch ein bisschen stolz, weil ich dann halt eben auch merke, okay, meine Musik, so wie ich sie mache, berührt die Leute, sie befassen sich damit, mit der Musik, mit mir. Und das freut mich natürlich, das ehrt mich dann natürlich auch. Das ist ja mal schön. Bei dem Song Tag, da komme ich auch schon direkt auf den nächsten Block rein. Also das ist ja, in der nächsten Stunde geht es ja um die 90er. Und du hast den Song Tag uns, glaube ich, auch mitgebracht. Und der wird da auch vorkommen. Okay. Oder Britta, ist doch so, oder? Ja, hallo auch erstmal von mir, liebe Zuhörer von Radio Soest. Ja, tatsächlich, wir werden den Song Tag hören. Im Laufe der nächsten Stunde und da werden wir mit Sicherheit auch das ein oder andere drüber hören. Da bin ich schon sehr gespannt und überhaupt, ich meine, ich war jetzt gerade so fasziniert, deswegen war ich auch komplett ruhig, so fasziniert von dem, was der Jens alles erzählt hat, was er in den 80ern alles so erlebt hat. Ich meine, das passt ja, das schaffen ja manche in einem ganzen Leben nicht. Echt Wahnsinn und umso gespannter bin ich, was er alles in den 90ern erlebt hat. Ja, auf jeden Fall. Und bevor es zu den 90er kommt, haben wir noch einen kleinen Titel für euch. Das ist, die einigen werden sich dann noch daran erinnern, wenn ich jetzt nur sage Funkruhe, dann werden schon einige wissen, okay, Lima, Never Ending Story. Viel Spaß dabei. Ich sag tschö tschö. Falls die Britta an mich keine Fragen hat, werde ich wahrscheinlich für die nächste Stunde auch still sein, werde schön lauschen. Und ich wünsche euch viel Spaß dann halt auch jetzt bei den 90ern in der nächsten Stunde. Bis dann, wenn es wieder heißt, die Nuags, nächste Woche für die 80er. 90er kriegt er ja jetzt. Bis dann, tschüss. Ja, hallo, willkommen zurück, liebe Zuhörer von Radio Soest, zu der Sendung Die Nuags mit den Hits der 80er und 90er. Und wie ihr sicherlich wisst, wenn ihr die letzte Stunde schon eingeschaltet habt, oder auch an die Zuhörer, die jetzt erst einschalten, wir sind diesmal nicht alleine, Andreas und ich, Britta, sondern wir haben einen Studiogast zugeschaltet, der Produzent und Deutschrocksänger Jens Hart. Hallo Jens. Hallo Britta. Schön, dass du da bist und mit uns hier ein bisschen über dich plauderst, was du so alles in den 80ern und 90ern erlebt hast. Wie gesagt, die 80er haben wir ja jetzt schon hinter uns. Du musst wirklich sagen, ich habe wirklich fasziniert zugehört, was du alles gemacht hast, wen du getroffen hast, Peter Maffay, die Streiche in der Schule, das über den Teufelsdroge, über dein Lied, wie das zustande kam, über die Filme, in denen du gespielt hast, einfach wahnsinnig und auch sehr, sehr viel. Und umso mehr freue ich mich jetzt, mit dir über die 90er zu sprechen, meine Zeit. Und da kann ich auch gleich sagen, da habe ich einen sehr interessanten Zeitungsartikel gefunden, über den würde ich dann gerne mit dir sprechen. Aber jetzt kommt erstmal Musik von Elena Miles mit Black Velvet. Viel Spaß.
Liebe Radio-Zuhörer von Radio Soest, willkommen zurück zu der Sendung Die Noaks mit den Hits der 80er und 90er zusammen mit dem Deutschrock-Sänger Jens Hart. So Jens, ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Ich habe einen Zeitungsartikel, du hast da was erwähnt. einen Zeitungsartikel gefunden. Und zwar war das wohl Anfang der 90er. Da wurdest du von einem Schreiberling verglichen, und zwar mit Phil Collins. Was hat es denn damit auf sich? Erzähl mal. Oh ja, das stimmt. Das war aber nicht Anfang der 90er. Das war, glaube ich, schon fast Ende der 90er. Das war Michael Schmiedl war das gewesen. Das war einer der ersten Reporter oder Schreiberlinge, der über mich für die Zeitung geschrieben hat. Und der war ein riesen Phil Collins-Fan. Was ja eigentlich ein Schlimmes ist und was ich bis dahin noch nicht wusste. Und er hat mich mal darauf aufmerksam gemacht, dass Phil Collins, genauso wie ich, als Schlagzeuger angefangen hat. Und dann irgendwann den Sprung als Sänger gestartet hat, weil Genesis einen neuen Sänger brauchten. Und er war bis dahin eigentlich immer nur Schlagzeuger gewesen. Und daher kam dieser Zeitungsartikel mal, oder beziehungsweise die Schlagzeile, Jens Hart, der deutsche Phil Collins. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja, aber das ist ja echt Wahnsinn. Und das hast du dann gewusst und hast dann auch angefangen zu singen. Nein, das war ja, er hat das ja mittlerweile mitgekriegt, dass ich, wie gesagt, als Schlagzeuger angefangen habe. Er hat damals auch über mich geschrieben, wie ich Ende der 80er Drum Cup Meister wurde. Ja, also wie gesagt, ich war deutscher Meister im Schlagzeugspielen und habe ja dann auch, 94 ungefähr war das, habe ich dann mit der Singerei angefangen, 94, 95. Und da hat er dann, ich glaube, der Artikel war von 96 oder 97, da hat er dann diesen Artikel über mich geschrieben. Da ging es um eine neue Produktion oder beziehungsweise einer der ersten Produktionen, die ich damals gemacht hatte. Und da hat er mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass ich eigentlich in seinen Augen der deutsche Phil Collins bin. Ja, vom Ablauf her, vom Schlagzeug zum Gesang. Ich meine, mit Phil Collins verglichen zu werden, ist ja auch schon eine tolle Leistung. Ich meine, er ist ja auch ein großartiger Sänger. Du hast dir ja auch einen Song ausgesucht von ihm, den wir jetzt natürlich gerne spielen, bevor wir jetzt weitermachen. Und zwar In the Air Tonight. Jens, Phil Collins, In the Air Tonight. Sag mir mal, warum hast du dir ausgerechnet diesen Song gewünscht? Was hat dich da am meisten beeindruckt? Ja, also erstmal nicht nur, dass ich mal als deutscher Phil Collins tituliert wurde in der Zeitung. Nein, was für mich natürlich auch beeindruckend war, ist von diesem Song alleine der Auftakt mit diesem Drum-Solo. Das ist für einen Schlagzeuger, das Ding ist einfach Bombe. Und das habe ich natürlich auch in der damaligen Zeit geprobt, bis die Finger geblutet hatten, bis das Ding wirklich richtig drin saß. Und der Song ist einfach absolut genial für jeden Sänger und vor allen Dingen für jeden Schlagzeuger. Ja, und wenn du dieses Solo-Teil spielen kannst, dann beherrschst du auch das Instrument. Ja. Und was halt eben für mich auch noch dazu kommt, ich durfte in den letzten Jahren zweimal Phil Collins persönlich treffen und das war für mich natürlich auch ein Riesen-Highlight, ihn persönlich mal treffen zu dürfen und habe mit ihm auch zwei Bier zusammengetrunken und war auch eine super tolle Geschichte damals. Was hast du denn auch nie wieder, bitte? Was hast du denn mit ihm erlebt? Ja, also wir trafen uns auf der, damals gab es ja noch die Echo-Verleihung, die es ja heute nicht mehr gibt. Und ich war da genauso geladen wie er. Und dann standen wir auf einmal am selben Tresen und haben uns was zu trinken bestellt. Und ja, ich war dann erstmal völlig perplex. Und er guckte mich dann an und lachte und hat dann eigentlich auch die Situation in dem Moment völlig erkannt, dass ich da stand wie in Eis gekloppt, auf Deutsch gesagt, ja. Und er legte seine Hand auf meine Schulter und sagte, hello, how are you? Und so ging das dann eigentlich, er hat dann auch sofort das Eis gebrochen. Und das waren, wir standen dann auch am Bistrotisch zusammen und haben dann wirklich zwei Bier getrunken. Er hat auf Englisch geredet, ich habe auf Deutsch geredet, er hatte sein Management, was dabei war, der hat dann übersetzt. Also es war ein Wahnsinnserlebnis für mich gewesen damals. Und wo hast du ihn dann noch getroffen? Weil du hattest ja gesagt, du hast ihn zweimal getroffen. Ich habe ihn dann noch einmal in Frankfurt auf der Musikmesse getroffen, wo er auch war. Damals, wo es die Musikmesse ja noch gab. Und da war er auch als Star-Drummer, war er da geladen gewesen. Ja, und das war natürlich dann auch ein Highlight, dass wir uns dann da auch nochmal Backstage dann getroffen hatten. Konnte er sich an dich erinnern? Ja, natürlich. Ich mich ja auch an ihn. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das war eine Zeitspanne, ich glaube, von
war das damals, innerhalb von einem Jahr war das gewesen, diese zwei Aufeinandertreffen. Ja, und er konnte sich also wirklich noch an mich erinnern. Ja, sehr gut. Ich meine, es gibt ja auch einige, die ihn nicht kennen. Ne? Ich meine, man mag es gar nicht denken, aber sowas gibt es natürlich auch. Aber ich meine, du hast ja auch einige Songs selber geschrieben, schreibst deine Songs selber und wir haben ja auch hier einige Songs von dir hier liegen. Einen haben wir ja schon gespielt von dir und unter anderem habe ich hier auch den Song Tattoos liegen. Und dann erzähl mir doch einfach mal ein bisschen, wie ist denn der Song entstanden? Also der Song Tattoos ist eigentlich in der Hinsicht entstanden, dass, weil ich selber ein absoluter Fan von Tattoos bin, ich selber trage ja auch sehr viele Tattoos und Tattoos sich stechen zu lassen, ist für mich eigentlich ein Bild nach außen, wie meine Seele aussieht, wie mein Herz aussieht. Ja, ich habe an meinem Körper zum Beispiel alle drei Dackels, die ich bisher in meinem Leben hatte, verewigt. Ich habe mir zum Beispiel das Logo von Rocking 1000 tätowieren lassen. Ich war mit Rocking 1000. Ich bin ja auch ein Mitglied von Rocking 1000, der weltgrößten Rockband, die es gibt. Besteht aus über 1000 Musikern aus der ganzen Welt. Und wir haben ja auch 2018, glaube ich, hier in Frankfurt den Weltrekord gebrochen. Wir haben dort eine 3-Stunden-Show gespielt. Ich glaube, vor 40.000 Fans und haben dort den Rekord gebrochen und haben dort mit 1002 Musikern gespielt. Und das ist natürlich für mich auch in dem Moment ein einschneidiges Erlebnis, wo ich sage, okay, du hast hier an einem Weltrekord teilgenommen. Jetzt lasse ich mir auch Rocking 1000 tätowieren. Wie gesagt, ich habe meine ganzen Hunde, die leben und auch nicht mehr leben, habe ich mir stechen lassen. Und unter anderem habe ich mein eigenes Logo, was damals für mich entworfen wurde von Thorsten Voss, der das extra für mich angefertigt hat. Habe ich mir tätowieren lassen. Und wie gesagt, ich habe eine Schlagzeugtrommel auf dem Unterarm, weil Schlagzeug ist eigentlich für mich das Instrument, das sagte ich ja bereits schon. Und ich lasse mir also wirklich nur Sachen stechen, die für mich auch eine Bedeutung haben. So wie es eigentlich, ich sag mal, die meisten machen. Ja, wow. Also da sind aber auch wirklich schon einige Tattoos. Und ja, ich meine, wir haben ja, wie gesagt, den Song auch hier liegen. Und ich würde sagen, den spielen wir jetzt. Ja. Ja, willkommen zurück, liebe Zuhörer von Radio Soest, hier zur Sendung Die Noaks mit den Hits der 80er und 90er und diesmal mit einem Studiogast zugeschaltet, Jens Hart, Produzent und Deutschrocksänger. So Jens, jetzt haben wir ja schon einiges von dir gehört, wie du im Prinzip deine Tattoos stechen lässt, was sie für eine Bedeutung haben und einiges anderes mehr. Reden wir doch jetzt mal weiter von deiner Musikkarriere. Ich meine, Mitte der 90er war es ja im Allgemeinen etwas ruhiger in der Musikszene, wobei 96 wieder einen neuen Aufschwung gab. Wie ging es denn von da ab weiter für dich? Ja, also das war erstmal, war das nicht Mitte der 90er, sondern eigentlich ganz genau 91, 92. 91 ist ja, wie gesagt, damals der Golfkrieg ausgebrochen. Und dann wurden ja auch alle Veranstaltungen abgesagt, Karneval ist ausgefallen, etc., etc. Und das hat sich natürlich dann auch bis Ende 92, 93 hingezogen, wo es keine großen Veranstaltungen gab, deswegen. Und ich habe dann erstmal in der Zeit, habe ich dann erstmal meinen Meisterbrief gemacht, weil ich war ja nicht schon immer Sänger oder Musiker. Ich habe ja auch einen erlernten Beruf und das ist der wohlerlernte Beruf eines Metzgers. Und habe dann in der Zeit, wo keine Veranstaltung gab, habe ich dann, ich glaube 92, habe ich dann meinen Meisterbrief gemacht. Ja, und dann ging es eigentlich, Mitte der 90er ging es dann eigentlich wieder richtig los. Man konnte wieder durchstarten. Ja, und ich habe dann auch in der Zeit angefangen, so meine ersten eigenen Songs zu schreiben. Und das war natürlich auch eine Geschichte für sich, weil man hat einfach gedacht, okay, ich setze mich jetzt mal dahin und jetzt schreibe ich einfach mal einen Song. Ja, und das ging natürlich voll in die Hose, ne? Wenn du keine Ahnung hast, wie man so einen Song schreibt. Und ich werde es nicht vergessen, den allerersten Song, den ich dann geschrieben habe, das war der Song Ich seh dich. Und der wurde dann auch als erstes von mir veröffentlicht, als erste Eigenproduktion. Und das war dann auch schon Ende der 90er war das gewesen. Und wie lief der Song? Wie kam der so an? Ja, also unser einer hat natürlich gleich gedacht, boah, das ist ein Nummer 1-Hit und jetzt haust du die Charts drauf. Nein, natürlich wurde man dann auch gleich wieder glockenhell wach. Und ja, es war einfach, er hat sich gut verkauft und kam auch an.
Aber es dauert natürlich alle seine Jahre, bis die Leute auf dich aufmerksam werden. Und ich habe dann immer mehr an diesen Song schreiben oder komponieren der Melodien immer dran rumgefeilt und immer besser geworden, mich bei Kollegen erkundigt, wie kann ich denn sowas machen, wie gehe ich hiermit um, ja, mit den Endzählen, mit dem Reim und überhaupt und tralala. Und das entwickelt sich ja, das ist ein Lernprozess, den man da macht. Ja, man setzt sich ja nicht an den Schreibtisch und sagt so, ich habe sowas vorher noch nie gemacht, aber jetzt mache ich das und kann es auf Anhieb. Nein, das ist, wie gesagt, wie bei allem, ein absoluter Lernprozess. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, mit dem, was ich mache und auch wie ich es mache, also ich bin zufrieden und das Feedback, was ich bekomme, ist eigentlich sehr gut. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, hast ja auch einige Follower und viele, viele Fans. Und ja, wie ging es denn dann noch weiter? Also ich meine, wie war das denn auf der Bühne dann? Ich meine, du hattest ja dann deine Auftritte auch sicher gehabt. Wie war das so für dich? Ja, also Auftritte, nachdem man dann auch wieder spielen durfte, nachdem dann das Ganze mit Golfkrieg da dann zu Ende war. Ja klar, man hat dann auch wieder angefangen, genau wie jetzt nach der Corona-Zeit, so wieder die ersten Veranstaltungen anzunehmen. Und es ist einfach das, was du als Künstler, sag ich mal, brauchst. Ja, es ist einfach, wenn du auf die Bühne rausgehst und du performst deine Songs, das, was dich für all das entschädigt, was du hart gearbeitet hast, ist einfach der Applaus. Ja, und das ist eigentlich für uns, die auf der Bühne stehen, egal ob jetzt als Sänger oder als Schauspieler oder was weiß ich, das ist eigentlich für uns ja das Brot. Das ist eigentlich das, was uns sagt, wow, wir haben das, für was wir wochenlang, monatelang im Studio waren, sich rentiert. Die Arbeit hat sich gelohnt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Ja, vor allen Dingen auch das Feedback dann von den Fans zu kriegen. Also nehme ich an. Also ich meine, ich stand ja auch schon das ein oder andere Mal auf der Bühne und das ist einfach dieses Gefühl da, ne? Dieses, den Applaus und so weiter. Richtig, richtig. Das ist eigentlich das, was man eigentlich möchte. Und das entschädigt einen dann doch für sehr viele Nächte im Studio oder wenn man nicht bei der Familie sein kann oder wenn man bei seinen Freunden mal wieder absagen muss, weil man auf den Geburtstag eingeladen ist, weil man halt eben Studiotermine hat. Aber wenn du dann auf die Bühne rausgehst, und der Applaus, du hörst den Applaus, das entschädigt dich einfach für alles. Ja, wunderbar. Ich meine, wir werden ja noch einiges andere von dir hören. Unter anderem, was mich ja vor allem auch interessiert, ist so der Unterschied zu damals und heute. Und aber bevor wir das hören, spielen wir einfach noch ein zwei Titel Musik. Viel Spaß. Hallo, liebe Zuhörer von Radio Soest. Willkommen zurück hier zur Sendung Die Noaks mit den Hits der 80er und 90er und mit dem Deutschrocksänger Jens Hart. So Jens, wir haben ja schon einiges von dir jetzt gehört heute. Wir haben über deine Tattoos gesprochen, wir haben über Phil Collins gesprochen und einiges mehr. Ja, und ich höre, glaube ich, Jens, bist du da? Ja, ich bin ja, da. Ja, du bist da. Ich rede hier so schön und auf einmal merke ich so, huch, du antwortest gar nicht. Ich habe gerade erzählt den Zuhörern nochmal, auch die neu eingeschaltet haben, dass du heute unser Studiogast bist und live zugeschaltet und dass wir schon einiges von dir gehört haben heute in den 90ern über deine Tattoos, die du dir hast stechen lassen und über Phil Collins haben wir geschrieben, den du zweimal getroffen hast und in den 80ern natürlich auch schon einiges mehr. Was ich jetzt gerne nochmal so von dir wissen möchte, ist, ich meine, früher, die Musikszene früher oder auch wie man Musik früher gemacht hat oder auch Musikvideos gedreht hat, das war ja was ganz, ganz anderes, gerade auch so in den 80ern, wo es so technisch noch gar nicht so versiert war, zu heute. Wie war das damals, wie ist es heute, was ist da so der größte Unterschied? Ja, also früher, wie ich angefangen habe, so die ersten Studios von innen gesehen habe, da wurde noch viel mit Breitbandspuren aufgenommen. Das ist ja heute nicht mehr. Heute wird ja alles digitalmäßig aufgenommen. Du hast keine Breitbandspurengeräte mehr da rumstehen. Mein Gott, was ein schwieriges Wort. Zungenbrecher. Ja, sicher Zungenbrecher. Und ja, das ist heute alles viel lockerer und viel einfacher. Man kann viel mit der Technik heutzutage machen. Was jetzt nicht heißt, dass du ins Studio gehst, da einfach was einsingst, wenn du nicht wirklich singen kannst. Also du musst die Töne schon treffen. Ja, also du kannst nicht ins Studio gehen und dann wird das da gezippt. Auf Die Will komm raus, bis die Gesangsstimme da ist, wo sie eigentlich technisch hingehört. Nein, aber wie gesagt, es ist im Studio mäßig heute einfacher, als wie es noch in den 90ern war.
Und so ist es auch, wenn du live spielst. Ja, wenn ich überlege, früher, da hast du zig LKWs gehabt, alleine für das ganze Licht, was transportiert wurde, weil das ja alles wirklich noch Scheinwerfer waren. Und heute ist das ja alles so kompakt mit LEDs. Ja, du hast, was weiß ich, nur noch 2, 3 LED-Stangen, Lichtstangen dabei und dann hast du den gleichen Effekt vom Licht her, als wie in den 90ern, wenn du da, was weiß ich, mit riesen LKWs ankamst und riesen Scheinwerfer, um riesen Scheinwerfer zu transportieren. Ja, also Equipment ist heute im Studio, sowohl wie live, doch sehr geschrumpft. Ja. Wie war das so, oder wie ist so der Unterschied zu den Musikvideos? Weil ich meine, früher hattest du ja auch eher so Riesenkameras oder wie hat man das früher zu heute gemacht? Ja, also früher hast du dann echt Leute gehabt, die dann wirklich so eine riesen Kamera auf der Schulter hatten und dann da wirklich mit rumhantiert haben. Und heute ist das ja auch alles viel kleiner. Ja, früher ging es einfach nur darum, dass man ein gutes Bild hatte, ja, einigermaßen gutes Bild hatte. Klar, nicht jeder Musiker hatte das Budget eines Michael Jackson. Ja, wenn ich da an Thriller denke, der damals schon 5 Millionen gekostet hat, das hat es man ja nicht gehabt. Gerade nicht, auch schon gar nicht, wenn man mit der Musik selber anfängt und sich damit auch selbstständig macht. Man fängt ja eigentlich mit einem ganz kleinen Equipment an. Und wenn ich das heute so betrachte, heute hast du mega Spiegelreflexkameras, mit denen du arbeiten kannst. Selbst mit den Handys kannst du ja heute schon viel machen. Ja, und weil die Pixelzahl ja auch immer höher und höher wird und somit werden die Bilder auch immer schärfer. Und ja, auch das ist heute ein einfacheres Arbeiten als damals. Und was ist oder was würdest du so präferieren? Würdest du eher noch so wie früher arbeiten oder findest du es so klasse, dass es jetzt alles einfacher ist wie heute oder sagst du dir irgendwie, da fehlt was? Ja, also dadurch, dass ich ja jetzt mehr in der heutigen Zeit lebe und arbeite, wie gesagt, ich habe mich ja mit der Musik 2003 selbstständig gemacht und habe ja auch, ich glaube, 2000 meinen ersten eigenen Song rausgebracht, wo wir vorhin schon drüber gesprochen hatten. Wirkliche Studioerfahrung habe ich ja erst, wenn du so willst, seit 2000 und da hat man schon den Umschwung gemerkt. Ja, und ich würde sagen, also ich vermisse keine Breitbandspurgeräte in einem Tonstudio und ich vermisse auch keine, was weiß ich, 5 Kilo schwere Kamera. Ja, also da weine ich niemanden nach. Ja, das stimmt. Um das mal so einfach zu sagen. Das ist doch gut, dann lebe doch die Technik und hoffentlich geht es dann immer so weiter. Du hast ja auch, was wir ja auch gehört haben, du schreibst ja auch Rockballaden. Ja. Unter anderem haben wir ja hier jetzt auch den Song Tag liegen. Das ist ja eine Rockballade. Wie kommst du dazu, eine Rockballade zu schreiben? Ich meine, dich sieht man ja so auf der Bühne, also wie gesagt, Deutschrocker. Und wie kommst du dazu, eine Rockballade zu schreiben? Ach, manchmal braucht man auch mal 5 Minuten Pause auf der Bühne. Nein, Scherz. Nein, das hat sich auch irgendwann herauskristallisiert, dass ich gerne Balladen singe. Und angefangen hat das eigentlich, ich habe eine Ballade geschrieben, wobei ich noch gar nicht gemerkt habe, dass es eigentlich eine Ballade wird. Das war in einem sehr traurigen Moment, habe ich einen Song geschrieben und bei mir ist das so, ich schreibe erst die Texte und dann mache ich die Musik dazu. Ja, es gibt Künstler, die machen das umgekehrt, die haben erst die Komposition und machen dann den Text. Und ich bin also, wie gesagt, der Freund davon, der die Texte schreibt. Und währenddem ich die Texte schreibe, bildet sich so langsam die Melodie im Kopf. Und wie dann der Text fertig war, und da habe ich dann gemerkt, hoppla, das ist ja jetzt nichts Rockiges, das ist ja eine Ballade. Und dann habe ich angefangen, auch die Musik dementsprechend zu schreiben und habe dann auch gemerkt, dass mir das eigentlich sehr gut liegt. Ich die Songs auch sehr gut singen kann. Und was natürlich ganz wichtig ist, sie kommen an, die Balladen. Das ist jetzt nicht nur, dass meine Rocksongs den Leuten gefällt, sondern auch meine Balladen. Und deswegen schreibe ich auch regelmäßig gerne mal eine Ballade. Zum Beispiel einen Tag. Tag gibt es ja in 2 verschiedenen Varianten. Den gibt es einmal als Rockballade und einmal als Unplugged-Version. Das war auch ein. Ja, das hat sich im Studio so ergeben. Eigentlich sollte ja nur die Rockballade ja genau gemacht werden. Und dann kam mein damaliger Keyboarder an, sagte, pass mal auf, ich habe mir da heute Nacht mal was überlegt. Und so entstand dann auch die Unplugged-Version. Wie gesagt, das sind Erfahrungen oder beziehungsweise mit was für Leuten du im Studio arbeitest. Und ich finde es auch immer schön, wenn die eigenen Leute ihre Kreativität mit einfließen lassen. Und dann kommt halt eben sowas dabei raus. Ja, und wie sich das anhört, das hören wir jetzt. Hier kommt die Ballade Tag von Jens Hart.
Das war Tag von Jens Hart. Hallo, liebe Zuhörer von Radio Soest. Willkommen zurück zu der Sendung Die Noaks mit den Hits der 80er und 90er. Und mit dabei live zugeschaltet Jens Hart, Produzent und auch Deutschrocksänger. Auch wenn sich das gerade nicht so angehört hat. So Jens, wir kommen eigentlich jetzt auch schon relativ zum Ende hin. Man glaubt es kaum, die Zeit rast immer so mega schnell. Sind die 2 Stunden schon wieder um? Ja, Wahnsinn. Und jetzt haben wir ja deinen Song, die Rockballade Tag, gehört. Und kommen wir doch einfach mal zu deiner neuen Single, die bald rauskommt. Warum? Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist denn der Song entstanden und wie war denn so das Video? Also erstmal, jetzt müssen wir nochmal drauf zurückkommen, nach Tattoos, Teufelsdrogen, nach den ganzen schnellen Rocking-Songs ist natürlich, warum jetzt nach über 2 Jahren wieder mal eine Ballade. Und warum ist eigentlich ein Albtraum. Zumindest im Video, da muss ich dazu sagen, bei dem Song. Meine Songs haben ja eigentlich immer ein schönes Ende. Ja, vorne ist dann immer so ein bisschen Kauderwelsch, so Ärger, Stress und überhaupt. Und hinten raus wird dann immer alles ganz toll und harmonisch und romantisch und vor allen Dingen alles cool. Und das haben wir irgendwie, haben wir das bei Warum übersehen? Auf alle Fälle hört er genauso traurig auf, wie er angefangen hat. Und das haben wir im Video umgeändert. Denn eigentlich geht es darum, dass eine Frau abends ins Bett geht und einschläft. Und dann träumt sie quasi, wie sie von ihrem Mann, Freund, Lebensgefährten verlassen wird. Und das, der Traum zieht sich also durch die ganze Nacht. Und in dem Video, da kommt natürlich das schöne Ende. Da ist es dann wieder, dass eigentlich alles zum Guten wird. Und ja, aufgenommen wurde der Song vor circa einem Jahr. Ja, vor etwas über einem Jahr haben wir den aufgenommen. Denn die ganzen Songs, egal ob jetzt Tattoos, ist ein großer Schrei, Teufelsdrogen, warum, war ja eigentlich eine Produktion für ein Album. Ich habe ja vor Corona steckte ich ja in der Produktion eines Albums. Und dann kam mir, wie gesagt, Corona und das Album war zur Hälfte fertig. So, und dann haben wir irgendwann da gesessen. Wir wussten, okay, jetzt ist ein halbes Jahr nichts. Wir durften auch nicht ins Studio, wir durften nicht weiterarbeiten. Und irgendwann merkten wir, boah, jetzt ist schon fast ein Jahr rum und wir können an dem Album nicht weiterarbeiten und nichts. Und damit man nicht ganz in Vergessenheit gerät in der Zeit, haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir mit diesen Songs halt eben jetzt Single-Auskopplungen im Download-Verfahren. Und das haben wir getan. Und da ist natürlich der Song Tag auch mit dabei. Und das Video ist auch schon komplett fertig. Die Single selber kommt am 2. Januar raus. Das Musikvideo am 9. Januar. Und ich hoffe, dass es von den Fans genauso gut angenommen wird wie alle anderen Songs auch. Das glaube ich bestimmt. Also, ich meine, das ist ja dann jetzt auch schon bald, ne? Ich meine, wir haben ja jetzt Anfang, Mitte November und ich meine, ist ja jetzt schon in noch nicht mal 2 Monaten. Und da sind wir alle mega gespannt, wie sich das anhört, beziehungsweise auch, wie das Video aussieht. Und bleiben wir doch jetzt mal in der Zukunft, auch wenn es heißt hier die 90er, 80er und 90er. Was sind denn so deine neuen Projekte? Hast du denn noch irgendwie was vor, so dieses Jahr jetzt noch? Ich meine, gut, klar, jetzt kommt ja so die Adventszeit. Hast du jetzt dieses Jahr noch irgendwie vor oder nächstes Jahr? Was kann man da erwarten von dir? Außer jetzt die neue Single, warum? Also dieses Jahr wird es, oh mein Stuhl quietscht hier gerade, sorry. Klar, dieses Jahr gibt es auch nochmal ein neues Projekt. Ich werde dieses Jahr im Dezember nochmal nach Mailand fliegen. Wow. Und wie vorhin schon mal angesprochen, bin ich ja auch ein Mitglied der weltgrößten Rockband Rocking 1000. Und wir werden jetzt im Dezember unseren ersten eigenen Song aufnehmen. Bisher haben wir ja nicht unseren Shows, das waren ja alles gecoverte Songs. Und nehmen jetzt unseren ersten eigenen Song auf. Und da sind jetzt im Dezember in Mailand die Aufnahmen. Und da werde ich auch mit dabei sein. So, und für nächstes Jahr ist in Planung, ab Mitte 2023 wird es eine neue Tour von mir geben. Mit einem komplett neuen Album, was ab Januar, Februar angefangen wird zu produzieren. Wow. Da kriegen wir ja noch einiges dann von dir zu hören und zu sehen nächstes Jahr. Ja, da kannst du von ausgehen. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir haben 9:55, wir sind jetzt schon wieder am Ende angelangt, wie schon vorhin gesagt.
Es geht immer so mega schnell. Also das ist echt Wahnsinn. So zack, schon ist eine Stunde wieder rum. Jens, es hat mich unwahrscheinlich gefreut, dass du dabei warst, dass du dazugekommen bist und dass wir so einiges von dir hören konnten in den 80ern und 90ern, was du so alles erlebt hast. Wie gesagt, du hast ja so viel erlebt, das reicht ja für manche Menschen ein ganzes Leben. Und ja, ich freue mich sehr, dass du da warst und ich freue mich auch noch mehr auf dann 2023, von dir noch einiges zu sehen und zu hören. Und danke dir für die Zeit, dass du hier warst und ja, mit uns geredet hast. Ich bedanke mich auch recht herzlich bei euch und bei Radio Sylt für die nette Einladung. Sehr gerne. Dass wir das auch über das Telefon alles wunderbar hinbekommen haben, da ich ja leider aufgrund meiner Erkältung nicht ins Studio kommen konnte. Ich bedanke mich recht herzlich von ganzem Herzen und hoffe, dass wir uns bald irgendwann wiedersehen oder hören. Das hoffen wir auf jeden Fall. Sehen werden wir dich auf jeden Fall 2023, wie ich sehe. Und ja, und ihr liebe Zuhörer von Radio Soos, vergesst nicht, ist die neue Single Warum? 2. Januar gibt's das die CD und ab 9. Januar das Video. Auf jeden Fall Termine, um sich das vorzumerken. Ja, und ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, für dass ihr die Zeit mit uns verbracht habt. Ich habe mich sehr gefreut und ja, wünsche euch noch einen wundervollen Abend. Und natürlich noch eine tolle Woche und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche, nächsten Dienstag von 20 bis 22 Uhr, wenn es wieder heißt, die Noaks mit den Hits der 80er und 90er. So Andreas, ich würde sagen, du bist dran, willst du auch noch was sagen? Ja, lieben gern. Also ich will mich auf jeden Fall ganz herzlich bedanken beim Jens, also dass er die Zeit gefunden hat, für uns im Interview bereitzustehen. Wir freuen uns auf jeden Fall nächste Woche, wenn es wieder heißt, die Noaks, die Sendung um die 80er und die 90er. Und wen haben wir als nächsten? Wir haben als Gast als nächste Woche die Franka Morgano. Welche Gruppe hat sie bedient? Ich glaube, das war eher dein Part, ne? Das war auf jeden Fall in den 90ern Magical Affairs. Genau. Ich freue mich schon sehr. Ja, ich mich auch. Also ich meine, das ist auf jeden Fall eine, also ich sag mal, das ist eine. Die kann man gar nicht beschreiben. So liebenswert und so herzlich und ihre ganze Art. Also ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, wenn sie bei uns dann unseren Fragen gegenübersteht und diese beantwortet. Ich bin echt gespannt, was sie so in den 80ern getrieben hat, obwohl sie in den 90ern ja mehr aktiv war. So, dann würde ich sagen, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und wir sind damit raus. Okay, tschüss!